Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu den Back 9 hier TPC Sawgrass. Wir spielen die Korn Ferry Tour und das ist unser viertes Event in dieser Saison. So Freunde, wir haben die Front 9 hervorragend gespielt. Ihr seht es rechts oben. 5 unter Par, 5 saubere Birdies gespielt. Wir haben wirklich unsere Chancen an den Par 5 genutzt und haben auch ordentlich, ja, ich sage mal, performt, was die Annäherungen angeht. Also im Moment muss ich sagen, es läuft und so wollen wir auch weitermachen hier auf den Back 9. Wir sind an der 10, 407 Yards und das Ganze ist ein Par 4. Also lasst uns loslegen. Wir versuchen uns wieder in entsprechende Position zu bringen für den zweiten Schlag. Hier müssen wir allerdings jetzt ein kleines bisschen aufpassen, denn wir sehen es jetzt auch, wenn er zu weit rechts rüber geht, dann wird es schwierig hier die Fahne anzugreifen oder das Grün zu erreichen. Jedenfalls mit einem geraden Schlag. Dann müssen wir schon wieder ein bisschen hier den Ball cutten. Okay, der Wind kommt von vorne und drückt uns den Ball nach rechts bzw. nach links. 275, dann hätten wir noch ein Eisen 8 oder ein Eisen 9 ins Grün, wenn wir den da reinspielen. Müssen wir den da so weit reinspielen? Ich bin fast am Überlegen, ob wir hier erstmal mit einem Holz versuchen. Dann wären es noch 150. Wir werden es einfach mal mit einem Holz versuchen. Und den aber dann auch ein bisschen reindrohen. Okay. Ein bisschen reindrohen, dass er dann links rüberläuft. Ich wünsche uns ein schönes Spiel für die Back 9. Boy, a good round going here on this Thursday and that another fine effort off the tee. Ja, das sehen wir dann, das können wir uns merken. Also da haben wir auf jeden Fall noch genügend Luft für den Driver. So, die Fahne steckt kurz. Wir haben Wind, der den Ball nach links drückt. Ein Eisen 8 kriegen wir relativ schnell zum Liegen. Und wir haben eigentlich Gegenwind. Wenn er hier vorne in die Volksfront rennt, also hier, dann haut er uns in den Bunker ab. Und dann ist das ein Bunkerschlag über diese Welle hier auf eine kurz gesteckte Fahne. Das will man eigentlich vermeiden. So, im Zweifel eigentlich etwas länger. Die 8 wird nicht stark ausrollen. Okay, lieber etwas länger. Das müsste doch passen. Er startet sofort ein bisschen links. Das heißt, er ist links vom Stock. Aber auf keinen Fall zu lang. Sehr gut. I'm not quite sure that strike, whether they got it all, but balls just come up a little shy. Outside chance for a birdie. Now this for another birdie. Well, he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. So, es geht angeblich ein bisschen bergab. Yep. Also ist es ja so, wir sind hier am ersten Tag, wir liegen bereits ganz, ganz vorne. Das heißt, wir müssen nicht jede Menge Risiko eingehen. Also soweit sind wir noch nicht. Also insofern war das ein guter Schlag eigentlich ins Grün und 17 Fuß bis zum Stock, das ist okay. Gibt uns auf jeden Fall die Chance auf ein Birdie. Wir müssen über links kommen, aber so viel breaken wird er nicht. Am Anfang weniger, das ist eigentlich immer gut. Aber dann gegen Ende, wenn er langsam wird, dann wird es ein bisschen mehr break. Okay. Ja, der geht unten durch, schade. Got it there, but not quite on target. Aber wir haben ihm die Chance gegeben zu fallen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir natürlich den Rückpad versenken. So, Level über links. Ja, weil jetzt ist hier schon ein bisschen mehr Break. Safely in. It's a par here at the 10th. And he'll stay at 500. So einfach diese Schläge auch immer ausschauen, aber die sind ganz, ganz wichtig. Solche Dinger muss man einfach versenken. Das sind die 11 Meter im Prinzip, die müssen drin sein. Par 5, 558 Yard, 11th Hole, Frank.
What's the key here? Tee it high and let it fly. This is the big chance here. This is one of the widest fairways on the golf course. This is where you chance it all. Ja, das ist eine wunderschöne Bahn, unabhängig mal von den Krokodilen, die wir hier im Wasser sehen. Sind es übrigens Krokodile oder sind es Alligatoren? Es sind, glaube ich, in Florida Alligatoren, ne? Gut. So, ja, okay. Im Prinzip müssen wir den links halten und dann eben so auf diese 250 Meter Marke sollte er hinrollen. Dann haben wir eventuell die Möglichkeit, mit dem zweiten das Grün anzugreifen. Ja, so sieht es eben auch aus. So sieht es mit dem Wind aus. Das sollte eigentlich so passen. Er wird auch ein bisschen nach rechts springen. Okay, so werden wir es versuchen, uns hier in Position zu bringen an diesem Par 5. Ja, macht leider wenig Kurve, sehe ich gerade. Aber er springt nach rechts, das ist okay. Wow, looks so simple when you're going good, doesn't it? And that is yet another solid drive. 277 Yards noch bis zum Stock. Hm. Ja, da müssen wir über dieses Bäumchen rüber. Mit dem Holz 3. Naja, gutes Thema ist, wenn ich das richtig sehe, ist da hinten dran alles Bunker. Der soll natürlich helfen, dass der Ball da nicht ins Wasser rollt. Dass natürlich diese zwei Bunker hier sind, ist auch klar, damit man nicht, ja, ich sag mal, links sich vorbei bewegt. Dann sollen die Bunker den auffangen. Das soll natürlich die Landezone hier deutlich schmaler gestalten. Die Frage ist dann auch wirklich, wollen wir das mit dem Holz riskieren? Ich muss mir das Ganze nochmal anschauen. Der Wind kommt ja von da. Wenn wir den hier anvisieren, dann mit dem Draw dagegen drücken. Ja. Wo wäre denn der Landepunkt? Hm. Okay. Einen hohen Draw spielen. Ja, okay, wir haben nicht richtig durchgezogen. Ja, der kommt gar nicht bis hin, der wandert hier vorne schon. Ah, doch. Ja, aber jetzt kommt er wieder runter. Im ersten Moment ein bisschen Glück und dann doch wieder Pech, weil jetzt bleibt er an der Bunkerkante liegen. Ja, das ist dieser Meter, der halt immer fehlt. So, der Blast. Stopp. Jetzt haben wir es doch, der Pick. Bringt ihn schnell zum Liegen. Der Blast. Da wird er rollen. Frage ist nur, wie viel wird er rollen? Ja, die rollen dann immer deutlich aus. Und der müsste über links rollen. Also über rechts nach links rüber rollen. Da ist so eine Welle hier. Hier in dem Bereich. Ja, aber dazu müssen wir den halt auch sauber hinbringen. Ja, über die Kante werden wir hoffentlich kommen. Okay. Ja. So werden wir es probieren. Das mit dem Wind, das leuchtet mir gar nicht ein, weil der dürfte überhaupt gar keine Rolle spielen. Oh ja. Komm, bleib liegen, bleib liegen. Und tschüss. Ei. So, jetzt machen wir den Pick. Just splash it out, let the ball run towards the flag. So. Okay, der vierte muss jetzt an den Stock. Ja,
Wir wollen doch schauen, dass wir eine saubere Scorecard haben. Okay, das ist machbar. Bisschen bergauf, über links. Ja, da geht kontinuierlich rüber. Oh, oh. Well done. It is a par here at 11. And he'll stay right where he is. Frank, what's so much fun about TPC Sawgrass is the excitement that it generates for a fan and how many different holes there are. 12 is a good example. Yeah, 12 looks like it's fresh from Scotland. You can see why Pete Dye spent a lot of time over there. Tee shot looks straight away, but the second shot is blind. The shots you get in Scotland with a wedge where you just see the top of the flagstick and you've got to really guesstimate on the yardage that you have. But a good wedge shot and someone that can judge their distance, this is certainly a birdie hole. Ja, jetzt hatte ich gerade bei dem Putt doch ein bisschen Schnappatmung, hätte ich beinahe gesagt. Also er war dann, hat auch den Break fast nicht angenommen, hatte ich jetzt gedacht, der lippt links aus, ist aber zum Glück dann doch noch gefallen. Okay, wir sind weiterhin 5 unter, immer noch in aussichtsreicher Position, so ist es richtig. Wir schauen jetzt mal, ach ja, das ist dieses berühmte in Anführungszeichen Drivable Par 4. Okay. Schauen wir nochmal, weil wenn er da die Kurve nicht kriegt, okay, dann rennt er aber da vorne in den Hang. Also das sollte eigentlich alles kein Problem sein. Ja, die Länge passt sehr gut. Sehr, sehr gut. Da kann man sich schon ein Fäustchen gönnen. The big drive got him here. Now a short one for his second. Ja, ein Pitch, der wird aber ganz schön rollen, Freunde. Ein Long Flop, ja, ist aber eigentlich lächerlich, das macht man nicht. Ein Pitch, ein Runner, 39. Wenn er da vorne aufkommt, wird er natürlich etwas mehr brechen. Er wird nach links springen. Ja, der müsste halt gerade so reinrollen, ne? Okay, wir spielen den sehr hoch an. Komm, roll rein. Na also! So, 6 Fuß. Another birdie chance. Chance now for another birdie. Ja, danke. Ja, guck's dir an, das ist auf jeden Fall wieder. Das hatten wir jetzt schon einige Male zum Glück so. Eigentlich sehr einfache Putts. Jedenfalls von der Umgebung. Aber natürlich muss man die Bälle dann trotzdem auf die Linie bringen. Das ist natürlich ganz klar. So, also. Ein bisschen bergauf. Es geht ein bisschen nach links. Rechte Lochkante. Sollte doch hoffentlich passen. Bingo! Okay, that'll help the cause. It's a birdie here at number 12. 6 unter. Und da müssten wir jetzt aufgeschlossen haben zum führenden Young. Frank, so much focus on the back nine here at the stadium course of TPC Sawgrass on the 17th hole with the island green. I think 13 gets lost sometimes, but the pros know this is a really good hole. Oh, it can be disastrous too. That's, I think, what you're referring to, Rich. There's a big ridge in the middle of the screen that bisects the top side with the bottom side on the left. So even when the flag's on the left, you don't have to go directly at it because that normally causes the problem with the wooden bulkheads down the left side and obviously the water left of that. So something on the ridge can often run down towards the left. But we have seen the odd hole-in-one here over the years. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Par 3. Und hier sieht man ja auch wieder das berühmte Pidai-Design mit den Holzplanken, die ja oft, hier hat er ja oft Bahnschwellen benutzt, ausgediente. So, das Spannende ist natürlich dann eher, ich glaube, am Finaltag, da steckt dann die Fahne irgendwo hier auf der Link, also hier vorne links, dann wird es richtig spannend, weil dann muss man hier anspielen, damit der Ball links runterrollt. Das müssen wir jetzt eigentlich auch, aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Luft und auch hier hilft uns der Wind eigentlich, dass er uns den Ball vom Wasser wegdrückt. Okay, wir müssen uns das Ganze nochmal anschauen.
Und ich wiederhole nochmal, wir müssen hier kein Risiko gehen. Versuchen, den Ball vernünftig hier aufs Grün zu kriegen, um halt ein Pärchen zu spielen. Aber wir müssen jetzt hier nicht auf die Fahne direkt gehen. Die Länge, ja. Ja, ja, so geht er halt in den Hügel. Aber wenn er zu kurz wäre, aber das ist eigentlich nicht der Fall, da haben wir jede Menge Luft. Ja, den legen wir hier einfach dann hinten rein. Das passt so. Ja, der müsste jetzt ein bisschen links runter springen, hoffentlich. Beziehungsweise links runter kommen, wenn es ihm reicht. Ja, ich glaube nicht. Das war dann doch ein bisschen zu weit rechts. Safely aboard, pin high, right of the flag, and a chance at birdie upcoming. Aber das Wichtige ist, dass es dann zwar hier am Anfang runter geht, aber unten beim Stock ist es dann doch relativ flach, dass man den Ball zum Liegen bekommt. Aber hier steht 6 Inches. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall so kurz spielen, wenn nicht sogar so. Das Ganze geht von links nach rechts. Okay, wir werden auch hier wieder ziemlich links anhalten, damit er uns nicht unter dem Loch nach rechts wegrennt, sondern eher dann zum Loch läuft. Ja, okay. Und? The pace, absolutely perfect there, down the slope, it's in for a birdie. Jo, mit dem Putt jetzt die Führung zu übernehmen. 7 unter. Wir sind auf dem ersten Platz auf dem Leaderboard. Demanding holes on this golf course, the 14th, 481 yard par 4. If you ever you want a litmus test at TPC Sawgrass on who's playing well, check the tee shots on 14. If you stripe it down here, you know you're driving the ball well. Too often we see people messing with the mounds on the right. Ja, auch eine wunderschöne Bahn, eine spannende Bahn, die sich ja extrem nach vorne verjüngt. Okay. Der Wind geht nach rechts. Das ist eigentlich okay. Also im Moment hilft uns auch hier der Wind wieder. So dass wir eigentlich gar nicht allzu viel machen müssen. Einfach nur den Ball nach vorne schlagen. Das sollte doch eigentlich so passen. Ja, dann das ganze Fairway fällt aber dann wieder ein bisschen nach links ab. Das ist eigentlich ideal für den Drive. Sehr schön, so passt das. Hervorragend. Another great tee shot. I'm starting to wonder how low can you go? And the driving has been simply superb. Dankeschön. Danke, danke. Challenging approach shot here at the 14th. Yeah, there's some subtle mounds in this green. One that comes in on the right and then another one that starts to come in about two-thirds of the way down on that left side. So, 187 Yards bis zum Stock. Eisen 6. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Also ein bisschen hilft uns der Wind und drückt ihn vor allen Dingen zum Stock hin. Ja, und das sieht man ganz deutlich. Ja, es geht dann den Berg hoch. Ja, rein theoretisch kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Das müsste eigentlich passen. Stock weniger, beziehungsweise ein Eisen weniger. Ja, er geht nach rechts, Richtung Stock. Kommt auf. Und, ich wollte gerade sagen, knallt gegen den Flaggenstock. So, wie sieht's aus? Gibt's irgendwie... Now this for another birdie. Wollte gerade sagen, ein... It really is all about visualization. You've got to see the line in your head, pick out a spot, maybe a foot, foot and a half in front of you and aim for that. Wollte gerade sagen, wird es doch noch einen Kommentar geben, oder nicht? So, 6 Inches nach oben. 6 Inches nach oben. Oh ja, das wird ein Double Break. Einmal geht's nach links und oben geht's wieder nach rechts. Aber es geht ein bisschen mehr nach rechts, weil er langsamer wird. Okay, machen wir das so.
Ja, so. So, und jetzt ist er zu schnell, ja. Not that time. Pretty good effort, but it'll wander a couple of feet by. Ja, da hätten wir fast Mitte Loch spielen können eigentlich, habe ich so das Gefühl. Gut, aber wir wollen uns nicht grämen. Wenn wir den hier jedenfalls versenken, dieses, ich sag mal, Tap-In ist es nicht, aber das Pärchen. It is a par here at 14. And this will remain a one-shot advantage. So, jetzt kommt die 15. Just before we get to what they call the gauntlet, 16, 17 and 18, 15 requires all of your attention, doesn't it, Frank? Personally, I think this is the prettiest hole on the golf course, Rich. I've actually often gone back there and taken pictures. Just a gentle dogleg to the right. You come out of the chute, seems to be a generous fairway. You just get a little view of the bunker down the right side, but virtually there's no lip there, so that's not a concern. The green, all sorts of weird and wonderful waves on it, well protected by a big bunker on the left, and there's two little pot bunkers out on the right that, well, if you're first time around, you might notice. So, wir erinnern uns an das Jahr 2014, als Martin Keimer hier die Players gewonnen hat. Da hat das Drama bzw. die Spannung zugenommen, als er nämlich genau diese Bahn mit einem Doppelbogie beendet hat. Das wollen wir natürlich nicht, aber ihr seht es schon. Der Ball kann hier vorne natürlich ins Wasser im Bunker landen. Dort vorne hat es auch Wasser und es ist ein 445 Yards langes Par 4, also nicht ganz ohne. Und wir haben natürlich sehr viel Rückenwind, aber okay, ja, wir schauen mal, dass wir den hier so ein bisschen reinkriegen und mit dem Fade etwas dagegen arbeiten. Dann schauen wir mal, ob wir das besser machen als damals Martin Keimer. Really starting to make a hard game look easy. Drive after drive has been superb. And this yeah. one, well, look easy. Like to say, is in the mayor's office. Der Drive war schon mal einfach. Noted, this is second. Looking at 148 to the hole, pin sitting on the left half of the green. Eisen 9. Eisen 9. Eisen 9 ist eigentlich okay. Höher anspielen, schnell zum Liegen bringen. Sehr schön. Good approach shot too. Just a little left of the hole, but a good chance for birdie. Ja, das sieht jetzt gar nicht nach einem Doppelbogey aus, sondern 21 Fuß. Ja, 21-19 ist richtig. Es geht leicht bergab. Ja, leicht 2 Inches. Das heißt, wir werden hierher gehen. Das Ganze bewegt sich nach links. Aber eigentlich nicht viel. It is in for birdie here at 15. And the lead moves to 2 now with 3 holes to play here on day 1. Oh, wir sind so richtig on fire. With the reachable 523-yard par 5 16. More water, more bunkers, more trees and a narrow approach. Just some of the challenges here. Ja, also das sind jetzt die legendären Bahnen hier, die 16 und die 17 und natürlich auch die 18. Da kann natürlich sehr, sehr viel passieren, weil jetzt immer Wasser ins Spiel kommt. Da kann so mancher Players Traum schnell zerplatzen. So, Par 5, 523 Yards. Hier wird auch sehr oft versucht, natürlich mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. Und hier gab es auch schon Albatrosse. Auch das ist schon passiert. Ich glaube, Hendrik Stenson, wenn ich mich richtig erinnere, aber kann ich mich natürlich auch irren, aber ich, oder war es Hendrik Stenson? Oder nee, das war gar nicht. War es ein Italiener? Oh,
Also ich muss echt ein bisschen, oder Salvatoris, ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall ist es ein paar Jährchen her, da wurde hier tatsächlich mit dem zweiten eingelocht. Und da muss man wirklich, also da muss man wirklich mutig sein, hier von hier aus 250 Yards oder so übers Wasser dann tatsächlich hier das Grün anzugreifen und versuchen, den Ball zu versenken. Wobei man natürlich da nicht sagt, dass man da versucht, den Ball einzulochen, sondern natürlich nur das Grün zu treffen. Aber alles hier auch schon passiert an dieser 16. Wir konzentrieren uns. Der Wind geht nach rechts. Das ist jetzt nicht ganz so dolle. Das hilft uns wenig. Deswegen hier rechte Seite und dann kräftig reindrohen. So, hatte ich rechts gesagt? Nein, linke Seite und reindrohen. Gut. Liegt wieder perfekt im Fairway. Another wonderful tee shot. So, wie gesagt, wir müssen nichts riskieren mit dem Holz 3. Der rennt uns hinten raus. Ihr seht es ja. Die Bälle rennen natürlich dann übers Grün. Und da hinten dran ist kein Platz, ist keine Luft. Deswegen legen wir den einfach mit dem Eisen 4 jetzt hier rein. Und dann mit einem Lobshot, oder? Naja, der wird ja auf jeden Fall noch ein bisschen rollen. Wenn wir Glück haben, vielleicht dann noch ein bisschen faden, damit er noch ein bisschen mehr Kurve macht, kommen wir vielleicht sogar aufs Grün. Ja, ein bisschen Gegenwind, aber ein Hybrid traue ich mich nicht, weil das kommt einfach nicht auf dem Grün zum Liegen. Also wie gesagt, wir müssen hier nichts riskieren. Wir liegen vorne und ich bin der Meinung, wir haben die Sache ganz, ganz gut im Griff. Wir haben das Feld im Griff. Ja, das ist soweit okay. Und so war der Plan, dass wir den Bunker hier auf der rechten Seite aus dem Spiel nehmen. That second shot here to the par 5, Frank, got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Ja, okay, jetzt muss man natürlich sagen, da ist eine kleine Welle. Da ist eine kleine Welle. Wenn wir den in die Welle spielen, wird er natürlich auch etwas schneller. Okay. Und er rollt eher nach rechts, obwohl er da die Welle hat. Wir werden den auf jeden Fall schön hoch anspielen, damit er nicht so weit rollt. So ist jedenfalls der Plan. Ja. Er ist dann schon ganz schön nach rechts weggerollt. Okay, gut. To do, but safely on the green. Ja, und wir haben trotzdem die Möglichkeit zum Birdie. Wir haben trotzdem die Möglichkeit zum Birdie. Okay. 2 Inches. Und ganz leicht bricht er uns von rechts nach links. Ja, am Anfang mehr als hinten raus. Bingo! This round finishing strong. Back-to-back birdies now at 15 and 16. And he pushes that lead to 3 shots with 2 holes to go. Frank, it's the moment that makes it tough, isn't that right? Yeah, you've made that walk from 16 green. It's 80 yards to the tee here. So as you walk along and if your eyes venture to the right, you see it all in front of you. You see the crowd behind and you realize this is the shortest par 3 on the golf course. But you also, if you think a little too hard, everything that you've seen over the years flashes through your mind. So, Freunde, da ist sie jetzt also, die berühmte 17, das Pete Dye Design, was eigentlich eher auf seine Frau zurückzuführen ist, weil er wusste damals gar nicht richtig, was er hier machen und basteln sollte. Und natürlich gehört auch hier diese Insel mit dem Bäumchen auf der rechten Seite dazu. Da solltet ihr auch ein bisschen drauf achten, weil da wird teilweise auf dem Spieltag, wenn ich das richtig weiß, tatsächlich hier die Bepflanzung geändert. Da fahren dann die Gärtner mit dem Bötchen rüber und pflanzen tatsächlich dann neue
neue Blümchen für die einzelnen Spieltage. Also so wurde es auch schon mal gesagt. Also wie gesagt, diese Insel auf der rechten Seite sollte man ebenfalls im Auge behalten, wie natürlich als Spieler die Insel, die hier gute 145 Yards hier vor uns liegt. Also das ist das, was man ungefähr spielen muss. 129 Yards. Wir schauen uns das Ganze nochmal von oben an. Und rechts unten, wie gesagt, da sehen wir die Insel. Und 129 Carry, aber nur 155 maximal. So, dadurch, dass die Fahne heute hinten steckt, haben wir genügend Luft und es geht auch den Berg hoch. Das heißt, wenn wir zu kurz liegen. Joi, wir haben Rückenwind. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall einen Schläger weniger. Puh. Ja, das ist immer das Thema, dass man den natürlich dann auch zum Liegen bringen muss. Aber er muss ja auch drauf kommen. Okay. Ja, der Wind ist schon extrem. Der Wind ist schon extrem. Ja, komm, 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 komm. Okay, didn't want to risk flying one back there and having it hop off the back of the green and into the water, so that'll leave an uphill putt coming up. Now this for another birdie. Ja, so ungefähr war das dann damals hier mit Martin Keimer hier an der 17. So ähnlich hat er den Ball auch geschlagen, aber dann hat er einen Backspin drin gehabt und der Ball ist dann richtig runtergezogen und alle haben gedacht, oh je, der rollt runter und dann bleibt er gerade so kurz vor der Kante noch liegen und die Fahne steckte ja sonntags traditionell ganz rechts hinter dem Bunker und dann musste er den praktisch übers ganze Grün rüber chippen und da ist er hängen geblieben und der Ball bleibt noch vor der Welle Mitte Grün liegen. Also ganz, ganz spannende Geschichte. Wie gesagt, das Video verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Das solltet ihr euch ansehen. Das war damals echt ein Highlight, muss ich sagen. Also das war eine nervenaufreibende Geschichte damals an der 17. So, wir wollen schauen, dass es für uns nicht ganz so nervenaufreibend ist. Aber ein Fuß hier hoch zu spielen, das ist ordentlich. Das heißt, wir gehen definitiv fast vier Kästchen hier hoch. Ansonsten bricht es zuerst nach links und oben bricht es dann extrem nach rechts. Deswegen würde ich ja wieder sagen, eher so. Naja, okay, vorhin hat es eigentlich nicht so gepasst. Wir machen einfach, wie heißt es immer so schön, wenn man nicht weiß, dann einfach Mitte Loch. Auf jeden Fall ist das ein schönes Doppelbreak. So, jetzt müsste er langsam werden. Ja, er ist zu langsam. Okay, dann brennt nichts an. No, that was never gonna climb that hill. He has left himself a tester coming up. Okay. Das ist tatsächlich jetzt nochmal ein Tester, weil das ist schon ein ordentliches Break. Da müssen wir deutlich über links. Da müssen wir deutlich über links. Ja, 6 Fuß. Noch ein bisschen mehr. Sauber, Pärchen gerettet. It is in for par here at 17. And this will remain a 3-shot lead. So, 9 unter für den ersten Tag. TPC Sawgrass, 462-yard par 4. Frank, and another example of visual intimidation from the designer Pete Dye. Those wooden bulkheads that go all the way down the left side of 18 give you like an optical illusion, Rich. And there's not a single fairway bunker on the right to give you something specifically to aim at. So you've got to fixate on one of those trees. This is not a hole where you want to be looking at anything other than a specific target. So, der Wind wird den sowieso ein bisschen nach links rüber drücken, also brauchen wir ja keine Kurve spielen. So, man sieht es jetzt nochmal hier, die 18 ist natürlich eine Bahn komplett hier links, kein Platz. Hier wird alles bestraft und hier gab es schon Spieler, die haben tatsächlich vom Abschlag 2 oder sogar 3 Bälle ins Wasser gehauen. Also hier kann ebenfalls alles passieren, deswegen ist es auch eine spannende Bahn und es ist eben auch nur in Anführungszeichen ein Par 4, aber mit 472 Yards, das heißt man muss hier eigentlich drauf klopfen, um dann eben auch für den zweiten Schlag, der dann auch noch sehr, sehr lange ist, hier ins Grün zu kommen und deswegen ist das natürlich eine sehr schwierige Bahn und wenn man geradeaus durchschlägt, dann hat man natürlich die Bäume hier vor sich und wenn man dann cutten muss aus dem Semiraff oder ja, dann wird das dann schon
eine sehr anspruchsvolle Geschichte. Eine schöne 18 auf jeden Fall, die immer noch viele, viele Möglichkeiten für ein spannendes Ergebnis liefert. Okay, wir wollen nicht zu lang sein. Und hoffentlich bringen wir hier die Sache noch sauber ins Clubhaus. Der Abschlag ist ja auf jeden Fall sehr, sehr gut. Well, it's a rarity on the PGA Tour, but a perfect 14 for 14 off the tee. So, nochmal knapp 300 Yards abgeschlagen. Da gibt's ein Däumchen, ganz klar. So, Eisen 7 und man sieht, das ist da oben wieder so ein kleines Plateau, da hinten dran der Bunker. Wir wollen einfach nur hier rechts reinkommen. 3 Fuß nach oben. Ja, wir spielen den etwas kurz, weil wir haben Rückenwind. Ja, wie gesagt, noch ein schönes Pärchen am Abschluss. Und dann können wir uns nicht beklagen. Ja, geht zum Stock. Er geht zum Stock. Wow! So, Freunde, wir haben die Chance, 10 unterzugehen. Wir haben die Chance, 10 unterzugehen. Und ihr seht es auch so wie fast bei vielen, vielen anderen unseren Birdies. Fast kein Break. Das ist immer das Gute, wenn man die Bälle halt gut platzieren kann. Wir schauen noch mal. Es geht bergab. Es geht bergab. Ich habe ein bisschen feuchte Hände. TPC Sawgrass, 10 unter. Freunde, drückt die Daumen. Bisschen mehr über rechts. Bisschen mehr über rechts. Bisschen mehr über rechts. Ja, nicht, dass er uns auslippt. A tremendous score. So a superb round one for our featured golfer. Rarely do you see this kind of separation at the top after one round, Frank. It's such a huge lead, Rich. You know, basically, the rest are now chasing. I know it's only one round, but you know, I'd rather be four in front than tied. That's for sure. Huge lead. So for Frank Nabilo, Notabegay the third, Iona Steven, and a cast of hundreds, I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone. Yeah, so long. Ja, eine schöne, saubere Scorekarte. 5 unter auf den Front 9, 5 unter auf dem Back 9. Leute, ich habe eine richtige Freude im Gesicht. Das war eine richtig schöne Runde. Aber ich muss auch eben sagen, dieser Platz, den mag ich. Den mag ich richtig. Der liegt mir. Da habe ich richtig Spaß. TPC Sawgrass, das ist die Florida Open. Runde 1 haben wir gespielt. Wir gucken hier nochmal aufs Leaderboard, denn wir haben uns einen sauberen Vorsprung hier herausgespielt. 4 Schläge Vorsprung. Eine 62 auf diesem Par 72 Platz haben wir gespielt. Ich bin begeistert. Ihr hoffentlich auch. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir schauen jetzt mal, was wir dafür bekommen. So, Ende der Runde. Dann wird es vermutlich ja wieder die berühmten 18.000, 19.000 Gummipunkte geben. Und Tokens 360. Aha, Pro Pass Level Up. Da schauen wir doch gleich mal rein, was wir dafür bekommen. So, Quest Completed Daily auch. Also da haben wir ja wieder mal richtig abgesahnt. Okay, Freunde, 4. Woche hier die Florida Open, the Player Stadium Course of TPC Sawgrass. Wir spielen Korn Ferry Tour und liegen aussichtsreich hier wieder mal in Front und haben die Möglichkeit, so wie ich das sehe, wirklich hier unser zweites Turnier auf dieser Tour zu gewinnen. Ihr wisst ja Bescheid. Sollten wir 3 Turniere gewinnen, deswegen gibt es hier auch dieses kleine Pokelchen in Gold da unten, dann qualifizieren wir uns automatisch für die PGA Tour. Ansonsten müssen wir natürlich, ich glaube, unter die Top 25 kommen oder so ähnlich oder
ja, wie gesagt, wenn wir ganz vorne mit dabei sind, wenn es dann in ja, die Championship, die Playoffs geht, da müssen wir dann auf jeden Fall auch ganz, ganz vorne dabei sein. Ich freue mich jedenfalls auf die nächste Runde mit euch. Das war, wie gesagt, die erste Runde und hoffe, es hat euch ebenfalls ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Das würde mich freuen, denn dann verpasst ihr nämlich auch nicht die nächsten Runden hier, wenn wir spielen EA Sports PGA Tour bei mir auf dem Kanal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Spiel, euer Baden Farmer.